Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Planet Zoo. Und ja, ich habe ja gesagt, in der letzten Folge werde ich mir so ein paar Gedanken dazu machen, was ich hier vorne in dem Park noch machen möchte. Und wie ihr seht, habe ich da schon so einen Grundriss gemacht. Und hier vorne wird es auf jeden Fall, ja, Tiere geben. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die hinpacke, ob ich sie jetzt hier vorne hinpacke oder sie allgemein hier rumschwimmen lasse. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber ich habe da so ein paar Gedanken und da wird sich sicherlich was ergeben. Aber ihr seht, es wird auf jeden Fall, denke ich, eine coole Sache. Und ja, hier möchte ich noch ein bisschen was verfeinern, ein bisschen was machen. Also es soll auf jeden Fall ein schmaler Weg sein, weil wenn sie dann da rumschwimmen zum Beispiel, kann man sie da einfach schön sehen. Hier vorne kann man dann zum Beispiel beim Schlafen oder sowas beobachten. Da habe ich schon so ein paar Gedanken zu gemacht, wie ich das machen möchte. Es wird auf jeden Fall etwas steiniger hier. Ich möchte es ein bisschen, also auf jeden Fall naturell machen, das ganze Habitat. Oder halbwegs naturell, vielleicht mit ein bis zwei Mauern, muss ich mal gucken. Aber da bin ich noch nicht ganz schlüssig, wie ich das machen möchte genau. Aber hier vorne habe ich schon mal ein paar Läden gemacht und habe dann auch ein paar Durchgänge gemacht, damit die da halt auch durch können. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen was überlegen, auch für die Dekoration auf jeden Fall, weil das sieht natürlich alles noch ein bisschen mehr aus. So. Auf jeden Fall den Weg dahin müssen wir natürlich auch noch füllen. Wir können nicht einfach hier so mit Warp-Geschwindigkeit, wir können ja nicht Teleporter hinstellen. Das ist ja nicht irgendwie so zukunftsmäßig, deswegen müssen wir hier mal schon was mit einem rustikalen Weg machen. Davon habe ich auch mit Rastern gearbeitet. Bis, ne, wie wir da hinkommen, ist egal. Da ist egal, ob wir mit Raster arbeiten oder nicht, aber davon habe ich mit Raster gearbeitet. Damit das hier alles halt wirklich so schön funktioniert, wie es halt, naja, funktioniert hat. Da werde ich noch sehr viel dran rumarbeiten, deswegen. Und ich denke, wir machen dann hier einfach so einen Weg rein. Ich denke, 7 Meter ist so, ne, unser Standardweg ja eigentlich. Und damit können wir dann auch arbeiten. Und ich will eigentlich auf dem Weg hier noch gern was machen. Und zwar möchte ich da so eine Art Park vielleicht noch hinmachen. Wir werden jetzt erstmal ganz easy, dass da ganz so in die Richtung bauen. Damit können wir schon mal so ein bisschen überlegen. Also hier muss noch irgendwas hin. Hier möchte ich noch irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich da hin machen möchte. Vielleicht können wir noch eine Art von Gehege hinmachen. So ein bisschen buschig, vielleicht ein bisschen affig, keine Ahnung. Da bin ich auf jeden Fall noch unschlüssig. Aber ich denke, da fällt uns schon noch was ein. Ich denke auf jeden Fall, ist ein guter Übergang. Wobei hier wird es dann schon so ein bisschen uneben. Also sollten wir uns vielleicht überlegen, dass wir das hier ein bisschen früher die Kurve machen. Also ungefähr hier vielleicht so. Und ich hätte auch schon viel früher die Dings machen sollen. Die Begrenzung, seht ihr das? Ich finde mich die Wege eigentlich sehr schön. Und die möchte ich eigentlich auch gerne machen. Also dieser Geländer hier. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. So, da werde ich auf jeden Fall mich auch noch drum kümmern, dass wir die Geländer bekommen, weil ich finde die Geländer ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schick. Und mir gefallen die wirklich sehr gut. Und ihr seht ja auch, die passen hier, finde ich, auch ganz gut rein. Da. So, hier kann man wundervoll diese Geländer hinmachen, finde ich. Erstmal nur außen. Was wollte ich euch eigentlich nicht vorenthalten, weil ich finde das wirklich sehr, sehr schick. Und vielleicht habt ihr ja auch mal den Bedarf, dass ihr die machen wollt. Persönlich finde ich die auf jeden Fall super gut. So, macht doch schon einen ganz schönen Unterschied, oder? Also ich finde die auf jeden Fall richtig gut. Passt auch, na gut, der Übergang ist jetzt nicht ganz so genial. Könnte ich noch ein bisschen dran worken, aber so für den Anfang
ist das doch gar nicht schlecht hier. Wobei es natürlich nicht ganz zu den Bänken passt. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mit den Bänken mache. Aber gut, für den Moment. Ja, dann müssen wir uns das überlegen, wie wir das mit den Bänken machen. Vielleicht kleine Parks. Ja, da vorne möchte ich es jetzt erstmal so lassen. Vielleicht können wir ja auch hier einfach das erstmal wegmachen. Packen wir hier ohne Geländer. Ein Weg mit Geländer da, das machen wir hier erstmal weg. Machen wir hier erstmal so ganz normal weiter. Und hier hört das dann halt erstmal auf. Das ist so in bestimmten Bereichen mit Geländer zum Beispiel. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das so machen. Ja, genau. Dann machen wir das so. Und bauen jetzt da vorne erstmal weiter. Das mit dem Geländer können wir uns ja später nochmal entscheiden, wie wir das genau machen wollen. Das ist ja jetzt auch kein Beinbruch hier. Aber wie gesagt, ich möchte hier eigentlich in so einen kleinen Park hin machen. Auch wenn die den nicht nutzen werden, das machen sie ja nie, aus unerfindlichen Gründen. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, dass die Besucher sich nicht einfach irgendwo mal hinsetzen oder sich unterhalten, sondern die gehen ja einfach nur von A nach B, mehr oder weniger. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ziemlich, ziemlich schade. Und hier müssen wir auf jeden Fall einen Weg machen, der ein bisschen kleiner ist. Also das wird dann ein Viererweg. Genau. Ja, hier so diese Viererwege, ne? Genau, genau, genau. So. Das sieht nicht so aus, wie ich das haben will. Boah, das geht eigentlich. Das ist okay. Da vorne machen wir dann wieder ein Geländer dran. Weil hier zum Beispiel will ich auf jeden Fall ein Geländer haben. Damit sie dann nicht einfach ins Wasser können. Ja, ob sie das hier natürlich benutzen werden, ist wieder mal fraglich. Wo wir hier in der Nähe... Das können wir, glaube ich, hier vorne irgendwo machen. Da machen wir dann so ein... Mitarbeiterbereich noch hin. Aber so an sich, ja, finde ich das schon mal ganz schön. Ich wollte dann hier vorne noch irgendwas, wie gesagt, hinmachen. Das sieht so leer aus. Und da möchte ich definitiv noch irgendwas reinmachen. Hier vorne haben wir schon einen Besucherbereich. Deswegen, vielleicht können wir hier auch noch mal ein anderes Gehege hinmachen. Das würde mich auch interessieren. Das würde mir auch Spaß machen. Die einen hier würde ich dann noch gerne hinmachen. Wo sind sie denn? Und Nialas zum Beispiel können wir noch machen. Die sind eigentlich auch ganz schick. Springböcke und Spießböcke möchte ich eigentlich auch noch in den Zoo aufnehmen. Springböcke sind auch ziemlich schick. Die finde ich sehr süß. Die brauchen auch, glaube ich, keine hohen... Nee, die brauchen auch keine sonderlich großen Grenzen. Da können wir so ein kleines Gehege machen. So ein kleines, feines Gehege. Wie ein halber Streichelzoo hier. Das können wir eigentlich machen. Dann haben wir hier noch so ein schönes... Ja doch, das können wir machen. Das können wir machen. Da hätten wir vielleicht den Weg danach machen müssen, weil man kann nämlich den Weg an dem Teil ausrichten. Das geht nämlich. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das hier einmal weg. Die lassen wir da erstmal so stehen. Weg mit Geländer machen wir natürlich jetzt auch erstmal weg. So, und dann bauen wir hier schon mal so ein Gehege hin. Ne, weil hier könnte ich, glaube ich, kein natürliches Gehege machen für den. Ich könnte auch so eine Mischung machen. Im Park. Ne, Holzstämme. Ja, niedrige Holzstämme, würde ich sagen, sind gut. Das passt, glaube ich, ganz gut zu denen. Thank you.
Wir wollen es nicht zu groß machen. Blockiert. Pff, von wegen blockiert. So. Dann haben wir ja eben schon gesehen, dass wir das ein bisschen kleiner machen können, denn die brauchen nicht viel. 125 brauchen, ich meine 125 brauchen die nur. Also es ist wirklich sehr, sehr klein hier. Die brauchen gerade mal so eine Höhe. Das ist voll süß, oder? Dass wir die in so einer Höhe halten können. Da können die Leute ja sogar schon reingucken, oder? Naja, ich glaube nicht wirklich, oder? Ich könnte da reingucken, wie groß seid ihr denn? Also die Kinder können auf jeden Fall nicht reingucken. Aber irgendwie finde ich die Größe so putzig hier. Ist ja auch nicht so schlimm. Da können wir ja auch so kleine Sichtfenster reinmachen mit Einwegspiegeln. Genau, falsche Seite, du Depp. Kann man da reingucken und die größeren können auch einfach rüber gucken. So. Ach, das ist voll niedlich irgendwie. So ein kleines Gehege, so. Ich finde das voll putzig, ey. Ist am Boden? Ja, ist am Boden. War mir gerade nicht sicher. So, jetzt richten wir mal eben kurz den Weg daran aus. Das hatten wir ja schon mal in einem Guide gemacht. Hatte ich den Guide für euch schon mal gemacht. Ja, fast. Ja, perfekt. Noch ein bisschen weniger. So, damit der hier nicht snappt. Das hätte man auch gerade machen können. Das sieht ja richtig wack aus hier. Nee, das müssen wir nochmal wegmachen. Das sieht ja nicht gut aus. Nee. Das sieht ja nicht schön aus hier. So, wieder auf 4. Und dann machen wir hier mal mit 1ern. Arbeiten wir mal. So. Allerdings dieses Mal wieder mit Geländern. Wir wollen ja auch unserem Stil treu bleiben. Ja, ist das jetzt gerade? Ja, das würde ich sagen, das ist gerade. Das können wir machen. So, natürlich wieder ohne Geländer. Zack. So, wobei wir können hier mal eben was machen. Und zwar müssen wir das irgendwie verbinden. Allerdings einen kleinen Weg mit einem großen Weg. Und ich glaube, wo es nicht ganz so anal aussehen würde, wäre, wenn wir den hier machen. Wenn wir eine Rasterausrichtung machen. Nee, das geht mit dem Großen leider nicht. Sag mal. Weg mit Geländer. Habe ich das rausgestellt oder nicht? Ach ja, seht ihr das? Weil das immer noch nicht ganz flach ist hier. Deswegen geht das nicht ganz. Ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber da können wir das können wir ein bisschen anders machen. Wir müssen das nur irgendwie abflachen.
Sieht zwar im ersten Moment ein bisschen doof aus, aber wir können das ja später wieder... Gott, das sieht echt bescheiden aus. Oder eine ganz andere Herangehensweise. Das ist schon mal alles richtig. Also damit beschäftigen wir uns später. Ich will jetzt nicht die ganze Folge mit der Treppe hier verbringen, sondern wir können ja hier einfach mal weiterbauen, weil ich mal sowieso eine Hütte in der Nähe und dann können wir das hier ran machen. Das ist eigentlich perfekt, oder? Genau, machen wir hier das Ding ran. Den Gehegeeingang, dann können wir da auch schon mal welche reinpacken. Da, Barriere. Da haben wir es. Machen wir hier einen Glasgehegeeingang rein. Zack. Da. Die Tür ist größer als das Gehege. Es ist so putzig einfach, ohne Scheiß. Unglaublich putzig. Richtiges Mini-Gehege. So. Oh, das werden wir ganz süß gestalten hier. Ich habe auch schon eine kleine Idee, wie wir das so machen können. Da brauchen wir ein bisschen kleineren für. Ja, ein bisschen höher. So, genau. So. Hier machen wir einen kleinen Fluss durch, meine Lieben. Wenn wir hier noch ein bisschen glätten. Da. Ja, das ist doch schick, oder? Natürlich müssen wir hier noch so kleine Brücken rüber machen, aber ich finde das so an sich ganz nett. Wobei der vielleicht ein bisschen zu klein ist. Ein bisschen zu klein. Aber dann habt ihr schon mal gesehen, was ich machen möchte. Naja. So, das hier. Das ist eine gute, ja, das ist eine gute Tiefe. GT. Das ist gut. Ja, das gefällt mir. Ein bisschen glätten müssen wir es natürlich trotzdem, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. So, jetzt machen wir ein bisschen runter, weil sonst glättet er immer viel zu sehr. Ja, wir wollen sie nicht kantig haben. So. Das sieht schon besser aus. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Also hier am Ende machen wir sicherlich so ein bisschen Steinchen rein. So, aber erstmal können wir uns die Tiere hier angucken, die wir da reinnehmen wollen. Denn wir wollen die Springböcke. Die lieben Springböcke. Super putzig. Und vor allem riesige Gruppen. Total genial. So, also schauen wir mal her hier. Dann schauen wir uns mal an, was die so haben. Also Graslandschaft und Wüste. Ich würde die am liebsten ja gleich mal kaufen. Das machen wir auch einfach mal. Springböcke. Springen. S. Spießböcke und die Springböcke. Da haben wir sie. Springböcke. Würde ich sagen. Guck mal wegen dem Preis. So, der teuerste. Das ist der teuerste Springbock, den es gerade gibt. Ist gebongt. Das ist die teuerste Lady, die es gerade gibt. Scheint auch die beste zu sein. Sind wohl nicht so teuer allgemein. Ist ja auch kein Problem. So, kommt einmal ein Springbock rein. Verdünnung abbrechen. Jetzt, Tiere können nicht bewegt werden. Was? Jetzt können sie bewegt werden. So, dann können wir genau gucken, nämlich was, ne, mögen die? Und dann können wir uns danach richten.
Wo kommt das angerannt hier? Einrichtung hat keinen Strom. Ach so, ja. Später. Da kommen sie. Bang. So, hier haben wir sie. Oder ihn. Das ist sie. Sie und ihn sind beide da. So. So, Lebensqualität und Wohlbefinden ist natürlich jetzt erstmal scheiße, weil sie haben keinen stabilen Rückzugsort und so weiter und so fort. Ein bisschen eher mehr Erde bräuchten die. Das kriegen wir hin. Umgebung mögen die halt die Graslandschaft und die Wüste. So, natürlich so die Wüstenfelsen nehmen, das zu dekorieren dann. Ah, da brauchen wir aber nicht an Oberfläche ausrichten. Genau, mit denen können wir erstmal so die Grundlage dann machen. Ihr kennt das Spielchen ja schon, ne? Aber die können dann eventuell darüber springen. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob die darüber springen können. Fragen wir sie doch einfach mal. Kannst du darüber springen? Nö, kannst du nicht. Die können, glaube ich, gar nicht springen. Die heißen Springböcke, aber können nicht springen. Genial. Okay. Dann haben wir hier schon mal so ein bisschen. Bisschen das Ganze hier fertig. Das werden wir noch natürlich ein bisschen verändern. Mehr Steine reinbringen, bla bla. Aber so für den Moment. So. Dann werden wir nämlich jetzt ein bisschen das Gehege hier machen. Ich werde natürlich, während ihr nicht da seid, vielleicht noch ein bisschen was tun. Und hier natürlich noch so eine kleine Steinbrücke für die machen. Ich arbeite mit denen auch eher als Grundlage, damit wir schon mal so ein paar Steine hier haben, die wir dann dekorieren können und Co. Aber ich kann euch schon mal zeigen, wie es aussieht, wenn wir jetzt Wasser reinmachen würden. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Aber ist ein bisschen eintönig, weil die Steine natürlich alle gleich aussehen. Aber ich kann euch mal zeigen, wie ich das da hinten gemacht habe. Ich habe genau das gleiche wie hier. Habe ich hier vorne gemacht. Und das sieht doch schon ganz anders aus, oder? Ich habe noch bei denen ein bisschen Gras reingemacht und so weiter. Hier sieht natürlich jetzt ein bisschen schöner aus hier. Bisschen lebendiger. Und die haben übrigens schon Kinder bekommen, ne? Und die haben auch riesige Gruppen. Bis zu 500 Tiere können das werden. Ich weiß gerade gar nicht, wo ihr Kind ist. Ah. Guffelt sicherlich irgendwo rum. Und die sind ja auch schon ein bisschen unterwegs, die Gäste. Das finde ich toll. Und ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.